Oswald Henke und Kuma Divine, erklärt doch mal ein bisschen, wer ihr seid und was ihr macht für jemanden, der euch nicht kennt. Also erstmal heißt die Band Henke, nicht so, nicht Oswald Henke, sondern die Band heißt Henke und das bin ja nicht nur ich alleine, sondern das sind noch neben mir vier andere Musiker. Das ist mal ganz wichtig, weil ich finde, man darf nicht vergessen, dass Henke eben eine Band ist und nicht eine One-Man-Show. Bei Lesungen firmiere ich unter dem Namen Oswald Henke und eben, wenn ich mit Henke unterwegs bin, dann möchte ich auch gerne als Band wahrgenommen werden und Herz ist eben eine Veröffentlichung der Band Henke. Okay. Ja, und Koma Divine ist auch eine Band, also wir spielen in der Besetzung Schlagzeug, Bass, Gitarre, verzerrtes Cello und Gesang. Und ja, unser Debütalbum kam letzten Sommer raus, im August. Und wir freuen uns schon, das Album jetzt auf Tour zu präsentieren. Und es sind eher rockige, härtere Klänge, die wir zum Besten geben. Ja, und Henke macht Musik zwischen allen Stühlen und ja, hat eigentlich keine Limitierungen, weder von Lautstärke noch vom Dynamikumfang. Einzig und allein sind wir momentan noch festgelegt auf die deutsche Sprache, aber auch das kann irgendwann mal sich verändern. Das heißt also jetzt dann auch, das Projekt Henke hat also mit deinen anderen Projekten gar nichts zu tun. Die sind also alle vollkommen unabhängig, richtig? Richtig. Also man muss einfach mal so sehen, Henke wurde ja mal gegründet als eine Band, die im Endeffekt bestehendes Repertoire von mir spielen sollte. Das heißt, wir haben im Endeffekt angefangen, damals unter diesem Namen Lieder von Goethes Erben, Artwork und Erblass wieder live aufzuführen, weil keine dieser drei Bands damals noch existierte bzw. live aufgetreten ist. Und im Nachhinein oder im Laufe dieser Zeit, in der ich mit diesen Leuten zusammengearbeitet habe, entstand diese Idee, etwas Neues zu machen und das wurde dann die Band Henke. Und das wurde dann komplett was Neues, eben die Musik, die wir mit Henke machen. Und wir spielen inzwischen auf den Konzerten auch zum größten Teil Repertoire aus dem Fundus von Henke. Und zwar sind es ja inzwischen schon ein Album, zwei EPs und eben das neue Album, bei dem wir schon fast alle Stücke geschrieben haben und einen Teil davon auch jetzt auf der Tour im April vorstellen werden. Das heißt also, das Projekt Henke macht nicht nur im weitesten Sinne Coverversionen von ehemaligen Projekten, an denen du dran beteiligt warst oder an denen du auch mitgemacht hast, sondern ihr macht auch eigene Sachen. Doch eigentlich ein sehr komischer Begriff, oder? Ja, schon. Man muss einfach auch mal so sehen, die Besetzungen von Goethes Erben oder Erblast haben sich auch immer wieder verändert. Weil die einzige Konstante in all diesen Projekten bin ich gewesen und jetzt ist eben meine Band halt Henke, mit der ich auf die Bühne gehe. Das hat nichts mit Covern zu tun. Doch Helden ist eine Coverversion. Okay, ich denke mal, das müsste jetzt auch jeder, der euch nur vom Namen nachher kennt, dann auch jetzt geläufig sein. Ihr arbeitet ja jetzt zusammen. Wie habt ihr euch gefunden und wie war so die Zusammenarbeit? Ja, noch. Ja, wir kennen uns schon länger. Das heißt, wir sind ja in der Szene, in der wir uns bewegen und auch Musik machen, schon länger aktiv. Aber so richtig intensiviert hat sich das eigentlich erst letztes Jahr. Da haben wir gemeinsam für die Band Artwork sind wir aufgetreten im Rahmen des WGCs in Leipzig im Schauspielhaus. Und da haben wir eben auch so viel geprobt und uns da ja, ein bisschen näher kennengelernt. Und ja, dann hatten wir mit Koma Divine unser allererstes Konzert auf dem Meraluna Festival, auf dem zufällig der Herr Henke anwesend war und es gefunden hat. Ein Schlagzeuger Benjamin Köbler, mit dem war ich nämlich auf diesem Festival zugange, weil wir am nächsten Tag die Örtlichkeit für unsere Aufnahmen für das nächste Album besichtigen wollten. Und wir haben uns eben das Konzert angesehen und wir waren beide der Meinung, dass das sehr gut zu Henke passen würde, weil wir eben zu dem Zeitpunkt schon die Tour im Frühjahr 2012 geplant hatten. Und nach dem Konzert haben wir uns eben mit Koma Divine
getroffen und dann ganz grob ausgemacht, dass wir zusammen etwas machen wollen. Und dadurch hat sich über die Monate eben diese Zusammenarbeit entwickelt, die dann darin gipfelte, dass wir für Helden im Endeffekt Sonja eingeladen haben, den weiblichen Part zu singen. Mhm. Dass im Endeffekt jetzt diese Tour auch eine Schnittmenge in Form eines Stückes auf der Bühne live Realität wird. Das heißt, die Zusammenarbeit ist einfach nicht nur zwei unterschiedliche Bands, die auf der Bühne stehen, sondern wir haben auch ein gemeinsames Kind. Und das gemeinsame Kind ist was genau? Die CD. Das ist schon klar. Wen wollt ihr damit erreichen? Auf Herz helfen. Das ist das gemeinsame Kind. Was ist eure Zielgruppe oder was waren eure Ziele dann auch mit der gemeinsamen Arbeit? Ja, einfach, dass wir unsere Arbeitskraft einfach zusammentun für diese Tour. Und auch die jeweiligen Ideen und Kontakte einbringen und einfach dadurch mehr erreichen können, um das überhaupt auf die Beine zu stellen. Also es ist ja inzwischen gang und gäbe, dass die meisten Konzertgänger nur noch Festivals besuchen und sich da wie an einem Buffet mit Häppchen musikalischer Art bedienen. Und wir wollten eben einen Gegensatz dazu eingehen und haben uns entschieden, zwei Gruppen zusammen auf Tour zu schicken und jede Gruppe spielt jeden Abend ein komplettes Set. Das heißt, das ist nicht die Konstellation wie so häufig Vorgruppe und Hauptband, sondern das sind zwei gleichberechtigte Bands, die da an diesem Abend auf der Bühne stehen werden. Und es gibt eben diese Berührungspunkte bei Helden, wo eben dann Sonja mit auf die Bühne dann kommt, wenn gerade Henke spielen wird. Aber wir reisen in einen Bus, wir benutzen unsere gleichen Techniker und wir haben die gleichen Rechte und Pflichten und wir teilen uns auch das Risiko am Ende. Und wir haben eben festgestellt, gerade schon in der ganzen Arbeit davor, was die Promotion angeht, auch was das Ideensammeln angeht, dass es sehr viel Spaß macht, eben wenn man mehrere Leute ist, die an einem Strang ziehen, als wenn man als Einzelkämpfer unterwegs ist. Mhm. Das heißt also, auf den Konzerten wird also einmal Kuma Divine und einmal Henke Band quasi separat spielen mit gemeinsamen oder beziehungsweise mit Helden, was dann gemeinsam von beiden Bands performt wird. Nein, da wird Sonja eben bei Helden mitsingen. Dazu sind die Bühnen zu klein, dass wir die gesamte Band von beiden Gruppen auf die Bühne holen könnten. Das geht leider nicht. Okay. War eine nette Idee, aber auf manchen Bühnen müssten wir dann ins Publikum weg. Womit sich das Publikum sicherlich arrangieren würde, wenn man es genau nimmt. Ja, kann sein, aber ich glaube, es ist sehr schwierig zu spielen. Ja, das könnte gut sein, je nach Location. So, ihr hattet das auch schon angesprochen, ihr geht zusammen auf Tour. Klar, die eingefleischten Fans von euch und Facebook-User wissen das auch, wissen auch schon die entsprechenden Termine. Für die, die es noch nicht gefunden haben, wann seid ihr in etwa wo? Also, die Tour geht los am grünen Donnerstag in Bochum, Bahnhof Langendreher. Dann Karfreitag sind wir in Hamburg im Logo. Karsamstag sind wir im Engel 07 in Hannover. Und Ostersonntag sind wir in Berlin im K17. Das sind dann schon mal so die ersten Termine und weitere Informationen kann natürlich dann auch der Hörer über henkeband.de finden, unter anderem. Richtig? Richtig. Oder über Facebook. Oder über Facebook, genau. Die Social Networks, an die ich mich irgendwie immer noch gewöhnen muss, dass da natürlich auch unsere Künstler vertreten sind, um ihre Fans zu erreichen. Kommen wir zu der EP, die wunderschöne, die ich hier in der Hand halte, mit einem wunderschönen Ghost-Track, der sich da ziemlich weit hinten versteckt hat. Da sind ja neue Sachen auch bei. Zu den neuen Sachen, was war eure Inspiration zum Beispiel für Herz? Ich muss
mein Gott, die Inspiration ist ja immer eigentlich das, was man im Leben erlebt oder wahrnimmt. Darauf basiert ja ganz viel, was man dann kreativ im Endeffekt an sich auslebt. Und bei Herz geht es einfach wirklich um das, was die Liebe im Endeffekt zwischen zwei Menschen ausmacht und was man bereit ist, von sich aus dafür aufzugeben, in Anführungszeichen. Ich habe ja ein sehr kritisches Verhältnis, deshalb bin ich ja immer noch solo, weil ich eben sage, bin ich bereit dazu, einen Teil von mir so zu verändern, dass es einem anderen Menschen gefällt oder eben nicht. Mache ich das bewusst oder nicht? Ich unterstelle das noch nicht mal, dass es jeder Mensch ganz bewusst macht, aber ich glaube, dass in einer Beziehung es immer einen Teil der Partnerschaft gibt, der anfängt, sich zu verändern. Und das habe ich eben im Bild so angesprochen, dass man diesen Rundiamanten anfängt zu schleifen, dass er besser gefällt. Das ist so die Grundaussage von Herz. Das ist die Grundaussage von Herz. Was fällt euch beiden zu Helden ein? Helden ist ja eine Coverversion bzw. eine Bearbeitung von David Bowie. Genau. Den Text haben wir unangetastet gelassen. Wir haben leicht die Melodie verändert und der größte Eingriff war, dass man aus dieser Konstellation des Textes ein Duett geformt hat. Weil für mich war dieser Text eigentlich schon immer prädestiniert dazu, dass es Mann und Frau singen, weil es so etwas Gemeinsames ist. Und ich denke oder ich bin der Meinung, dass ein Held nie allein da steht, sondern hinter einem Helden stehen immer einzelne andere Menschen, zum Beispiel ein Partner oder eben eine Band im militärischen Sinn, vielleicht eine Einheit oder eben eine Idee. Und bei Helden in der Performance, wie wir sie umsetzen auf der EP, geht es darum, dass hinter dem Held in Anführungszeichen auch die Heldin steht, die ihm den Rücken frei hält und dann am Ende eben man etwas gemeinsam bewegt und erreichen kann. Ich bin der Meinung, Helden gibt es nicht so, dass sie alleine da sind, sondern Helden haben immer auch einen Hintergrund. Ja, das könnte wirklich so sein. Was ich auch gesehen habe und auch viele andere, ihr bestreitet ja jetzt auch einen etwas anderen Weg, und zwar ist das die Unterstützer von Henke. Da habe ich dann auch in den letzten Tagen dann auch hier und da ein bisschen geguckt und recherchiert. Da werden ja dann auch Pakete angeboten. Das ist, wie ich finde, also ich habe das jedenfalls in der Form so noch nie erlebt, recht ungewöhnlich. Wie ist da die Resonanz der Fans oder die sich auch daran beteiligen und was wird da genau gemacht? Also es handelt sich bei dieser Unterstützeraktion für Henke, geht es darum, im Endeffekt Geld einzusammeln für die Aufnahme des neuen Albums, welches im Endeffekt fertig geschrieben ist. Wir haben inzwischen 21 Stücke geschrieben, aus denen werden wir etwa 14 auswählen und auf diesem Album später veröffentlichen. Das Album wird Masken bei der Nackten heißen, soll im Januar, Februar nächsten Jahres, also 2013, veröffentlicht werden. Wir werden es im August 2012 aufnehmen und im Moment versuchen wir gerade das finanziert zu bekommen. Und da muss ich sagen, diese Unterstützeraktion ist überraschend gut angekommen. Wir haben schon, ich glaube, zwischen 30% und 40% unserer zu erwartenden Produktionskosten, die etwa dem Volumen eines Kleinwagens entsprechen, durch diese Pakete vorfinanziert bekommen. Das heißt, das handelt sich nicht um einen Spendenaufruf, sondern es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Da gibt es zum Beispiel Paket 1, geben uns die Leute, die sich für das neue Album interessieren, jetzt schon das Geld für das Album, welches dann erst in fast einem Jahr erst erscheinen wird. Das heißt, sie geben uns im Endeffekt ein Darlehen. Also, oder im weitesten Sinne auch wie eine Vorbestellung. Kleine andere Gimmicks. Und sie bekommen es auch ein paar, wahrscheinlich 2 Wochen vor dem offiziellen Release, dann nach Hause zugeschickt. Das ist praktisch der Service, der damit verbunden ist. Mhm. Und dann gibt es noch andere Pakete, wo man zum Beispiel eine VIP-Karte kaufen kann, die natürlich
zugegebenermaßen relativ teuer ist, aber das ist eben für Leute, denen das eben so viel wert ist, dass sie uns auf diese Art und Weise unterstützen wollen und sagen, hey, aber dafür bekomme ich etwas ganz Besonderes, nämlich mal den Einblick an so einen Tourtag, auch mal Backstage zu gucken und zu schauen, wie läuft das alles so ab. Also quasi, wie wird dann auch ein Konzert organisiert, wie wird eine CD produziert? Wie ist das so? Dieser Backstage-Bereich hat ja immer für die meisten Leute etwas ganz Besonderes, etwas Geheimnisvolles, da darf der normale Konzertbesucher nicht hin. Und bei uns dürfen eben pro Konzert im Herbst zwei Leute Mäuschen spielen und da eben mal gucken, wie das abläuft. Und sie bekommen auch einen von der Band als Betreuer gestellt und die bekommen dann auch Getränke im Backstage-Bereich und werden praktisch, bekommen einen anderen Einblick von dem. Also das ist auch nicht gerade billig, aber das gibt wirklich Leute, das ist so gut angenommen worden, dass im Endeffekt fast alle dieser VIP-Pakete schon weg sind. Und du kümmerst dich dann persönlich auch um... Das ist eben, wir bieten halt Dinge an, die man sonst eigentlich nicht zu Geld bekommt. Das ist wie eine Art Dienstleistung. Zum Beispiel, eines der teuersten Pakete ist ein Besuch bei uns im Studio im August, wo wir eben aufnehmen werden. Da laden wir im Endeffekt zwei Leute, haben diese Möglichkeit. Inzwischen nur noch eine Person, weil eine Person hat das schon gebucht. Und die hat die Möglichkeit, uns in der Nähe von Jeva, da nehmen wir in einem alten Bauernhof im Endeffekt das Album auf. Und die dürfen einen Tag lang uns im Studio besuchen kommen, hören da überhaupt als erste Außenstehende diese ersten Stücke, zwar noch lange nicht fertig, aber sie bekommen schon mal einen Eindruck. Sie sehen, wie wir arbeiten und am Abend laden wir sie noch zu einem gemeinsamen Grillen ein und dann können sie auch ihre Fragen an uns richten. Ja. Und wenn etwas Ähnliches, nur nicht mehr dann in der aktiven Aufnahmephase, bieten wir noch für Dezember 2012 an. Und zwar laden wir dann 6 Personen nach Bayreuth ein und die dürfen als allererste überhaupt das fertige Album anhören. Ja, das klingt wirklich atemberaubend. Und anhören dürfen sie dann bei einem gemeinsamen Abendessen und auch nochmal Fragen zur Produktion oder zum Album stellen. Und das sind natürlich so Sachen, die haben wir relativ teuer in Anführungszeichen angeboten, aber wir möchten halt auch über diesen Weg versuchen, Leuten, die im Endeffekt so sich wohl in Anführungszeichen Abenteuerurlaub leisten möchten, die Gelegenheit geben, uns auf diese Art schneller zum Ziel der Produktion des Albums zu führen. Und jeder, der da sich beteiligt, bekommt von uns eine Rechnung zugestellt, nachdem er das Geld überwiesen hat und dann hat er Anspruch auf diese Leistung, die in dieser Rechnung festgeschrieben ist, egal wann sie stattfindet. Nur der Clou an der ganzen Sache ist, dass wir praktisch sehr frühzeitig das Geld dafür einsammeln, um einfach die Möglichkeit zu haben, im August dann unsere Rechnungen, wenn das Album im Endeffekt aufgenommen wird und produziert wird und das Artwork erstellt wird, dann sofort bezahlen zu können und uns nicht mehr in die Abhängigkeit von einem Labelvorschuss zu bringen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab vor unseren Fans, die doch jetzt schon sehr zahlreich diese Pakete gebucht haben. Und wenn das so weitergeht, schaffen wir es vielleicht bis August, unsere gesamten Produktionskosten einzuspielen. Und das wäre das erste Mal seit zig Jahren, dass das gelingen würde. Warst du ein bisschen aufgeregt oder skeptisch am Anfang, als ihr dann diese Pakete entwickelt habt, dass es vielleicht nicht so ankommen könnte oder dass es vielleicht schlecht ankommen könnte und eher schadet als Nutzen bringt am Ende? Nein, dieser Vorschlag kam ja interessanterweise aus den Fankreisen heraus, diese Idee. Und das ist ja auch nicht, dieses Crowdfunding ist ja auch nicht eine ganz komplette Idee, die wir erfunden haben. Das haben die Neubauten schon vor zig Jahren gemacht, dass sie praktisch sich über ihre Fanbase ihr Album finanziert haben. Die haben das nochmal ein bisschen anders gemacht wie wir. Bei uns, andere Bands machen es über Spendenaufrufe, davon halte ich nichts. Ich möchte gerne etwas anbieten als Gegenleistung dafür, dass im Endeffekt die Leute dann auch das fertige Produkt kaufen. Das Schöne ist, dass wir dadurch die absolute Unabhängigkeit besitzen. Das heißt, steht uns zum Beispiel frei, am Schluss, wenn wir die Aufnahmen haben, die CD auch wirklich nur an die Leute auszuliefern, die tatsächlich
Orchester waren. Das heißt, wir müssen kein Label mit einem Tonträger beliefern, wir müssen keinen Vertrieb mit einem Tonträger beliefern, wir können, aber wir müssen nicht, bis wir kein Geld genommen haben. Das ist absolut unabhängig. Und Unterstützer werden natürlich immer gerne gesucht und auch immer noch gerne angenommen. Und die weiteren Informationen dazu findet man eben halt auch auf eurer Homepage henkeband.de, so wie ich das da auch schon gesehen habe. Koma Divine ist ein bisschen schüchtern da im Hintergrund. Was gibt es bei dir noch für Pläne, wo die Hörerinnen und Hörer mit rechnen können in diesem Jahr? Ja, also ich höre fasziniert zu. Es sind sehr, sehr hübsche Ideen. Also wir sind ja auch dabei, dann in diesem Jahr auch ein weiteres Album aufzunehmen. Und wie gesagt, die Zeiten sind hart. Wir müssen auch, wie gesagt, überlegen, wie wir das dann alles finanzieren und stemmen wollen. Mal schauen. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt auch schon dabei, neue Songs zu schreiben und sind schon den einen oder anderen auch auf dieser Tour zu hören geben. Und also soweit sieht es ja schon auch für dieses Jahr recht gut aus mit Konzerten auch für uns. Und wir gehen ja dann im Oktober auch nochmal auf die zweite Tour gemeinsam mit Henke. Und ja, dazwischen werden wir uns für das Songwriting auch irgendwo einsperren, damit keiner auskommt und eine kreative Zeit verleben. Wunderbar. Seid ihr zusammen oder getrennt? Das war auch eine Frage von einigen. Auf den Festivals zu sehen und wenn ja, auf welchen? Eine sehr interessante Frage. Ja. Also wir spielen als Band gemeinsam zum Beispiel auf dem BGT, zwar an einem Tag, aber an unterschiedlichen Orten. Das heißt, Koma Divine spielen im Privatgelände im Radezirkel und wir spielen mit Henke im Werk 2 am Freitag des Videos. Aber wenn alles klappt und der Transport vom Kohlrabi-Zirkus zum Werk 2 klappt, dann wird Sonja auf jeden Fall Helden mit uns gemeinsam singen. Und ich denke, auch für die Fans würde es sich sicher theoretisch ausgehen, dass sie zuerst uns anschauen und dann direkt quasi mehr oder weniger mit mir ins Werk 2 weg. Dann solltet ihr euch vielleicht einen Reisebus anschauen. Ja. Oder ein Fahrrad. sonst noch weitere Festivals außer das WGT oder größere Events? Das Grenzenlos-Festival in Augsburg, da spielen wir auch gemeinsam. Sogar an einem Ort diesmal wieder. Ja. Zusammen oder jeder für sich? Da läuft es ab wie ein Live-Konzert der Tour. Das heißt, Koma Divine beginnen den Abend und wir beschließen den Abend und Sonja kommt gegen Ende des Abends nochmal zu uns auf die Bühne und wir singen nochmal Helden zusammen. Das heißt, es ist ein Tourkonzert, nur eben nicht im Rahmen der Tour, sondern auf einem Festival. Allerdings darf man sich dieses Grenzenlos-Festival nicht wie ein normales Festival vorstellen, sondern das läuft über 2 Wochen und da sind einfach an jedem Tag innerhalb einer bestimmten Area in Augsburg diese unterschiedlichen Konzerte in unterschiedlichen großen Locations. Und wir spielen im Ofenhaus in Augsburg. Okay. Ich denke mal, auch diese Termine werden dann auf euren jeweiligen Homepages nochmal zum Nachlesen veröffentlicht sein. Ansonsten dann auch bei uns auf der Homepage bei darkaradio.com. So, dann habe ich hier noch die nächste Frage, die geht dann auch an den Ostwald. Und zwar möchten da auch deine Literaturliebhaber gerne wissen, ob du auch dieses Jahr wieder die ein oder andere Lesung geben wirst. Ja, also Lesungen werde ich geben. Ich mache jetzt die letzte Lesung vom alten Programm Die Zeit formt in Berlin. Und zwar Ende April. Und im September wird dann das 4. Buch erscheinen. Und dazu werde ich im September auch einige Lesungen geben, unter anderem in Leipzig, in Görlitz, in Berlin nochmal, in München. Und mal schauen, ob es noch in anderen Clubs und Locations eine Möglichkeit gibt, dass ich eine Lesung geben kann. Magst du uns schon zu dem neuen Buch, was dann im September erscheinen wird, schon mal einen kleinen Hinweis geben? Nö. Okay, dann lassen wir uns da was überraschen. Wir reden heute über die EP und
über Henke und ich bin nicht so der Fan, alles miteinander zu vermengen. Die Leute sind schon verwirrt genug über mein Tun. Naja, man kriegt dich aber auch nicht immer so, wie man es gerne hätte, wenn ans Mikrofon du so beschäftigt, wie du auch immer mit deinen Projekten bist. Deswegen muss man das meistens dann auch mal ausnutzen. Ich gebe dir auch gerne zum Erscheinen vom neuen Buch wieder ein Interview. Ja, dann nageln wir dich doch direkt drauf fest. Und erzeugen, die ich jetzt hier habe. Orangenschiffchen. Da würde auch der eine oder andere gerne wissen, was du damit verbindest, was man natürlich auch von anderer Seite her kennt von dir. Und jetzt ist das ja auch wieder auf die EP mit draufgekommen. Orangenschiffchen, das ist ja auch vom, habe ich in einem Buch schon veröffentlicht. Ich habe mir die Liebe abgewöhnt und bin doch weiter süchtig. Aber Orangenschiffchen habe ich in der Tat damals vor einiger Zeit für meine Mutter geschrieben. Und zwar so als Hommage an die Mutterliebe, weil ich denke, dass das für mich ein schönes Bild ist, wie eben meine Mutter sich um ihre Kinder gesorgt hat. Und damals war ich eben ein relativ faules Kind, wenn es darum ging, Orangen zu essen, weil diese kleinen armen kleinen Fingerchen vom kleinen Oswald hatten keine Lust, diese derbe Schale der Orange zu lösen, um dann an das Fruchtfleisch zu gelangen. Nein, Herr Henke hat so lange gewartet, bis seine Mutter ihm Orangenschiffchen gebaut hat. Und das heißt, jetzt praktisch die Orange so geschält, dass immer kleine, so, ich glaube, Achtel von einer Orangenschale auf einem Teller landeten. Und auf diese Schalenteile hat meine Mutter dann immer ein Fruchtfilet draufgelegt und gesagt, das sind Orangenschiffchen. Und so habe ich die Orange gegessen, ohne sie schälen zu müssen. Und sie dann auch Jahre später besungen. Und das habe ich dann für meine Mutter im Endeffekt dann auch als Musik umgesetzt. Mhm. Wobei man muss dazu sagen, dass Helden weitaus mutterkompatibel ist als Orangenschiffchen, habe ich festgestellt. Okay. Weil ich es kann, ist ja auch in der Live-Version einmal mit drauf. Gibt es aber auch schon auf einer anderen in der Trilogie mit drin. Warum ist das nochmal als Live-Version mit auf die auf die EP draufgekommen? Weil für mich erst der Abschluss von dieser ersten Schaffensperiode war, diese Trilogie, die angefangen hat mit A zum F, dann Seelenfütterung und jetzt mit Herz. Und bei diesem Stück, das war, wo das aufgenommen wurde, das war Dresden 2011 September. Und das war auch das letzte Konzert von Hanna und das erste Konzert von Tobi. Und deshalb ist eben dieses Stück wichtig für die Geschichte von Henke. Das heißt, du beginnst also quasi mit, weil ich es kann, den Zyklus und endest auch sozusagen dann damit. Nein. Begonnen hat es definitiv nicht damit, aber es ist im Endeffekt so, für das Konzert steht einfach repräsentativ dieses Stück. Okay. Und das war eben diese Staffelübergabe von Hanna auf Tobias. Mhm. Gut. So, dann letzte Worte an eure Zuhörerinnen und Zuhörer und eure Fans da draußen. Wir freuen uns auf die Tour und hoffen, dass der eine oder andere sich blicken lässt. Und ja, ansonsten gibt es die Möglichkeit, uns ab morgen, beziehungsweise das Interview wird ja aufgezeichnet, also ab sofort könnt ihr die EP in allen gut sortierten Plattenhändlern und Läden und Internetshops dieser Welt erwerben. Und wenn nicht, kommt zu unserer Tour am Merchandise, könnt ihr die ebenfalls kaufen und dann signieren wir sie auch ganz gerne als komplette Band für euch. Und guck mal, die Weine sind auch anwesend und die haben natürlich auch ihr neues Album im Gepäck. So ist es. Und wie gesagt, auch wenn es natürlich hauptsächlich um die EP gehen sollte, hoffen wir trotzdem, dass sich vielleicht auch ein paar Menschen für Koma Divine interessieren und das dann auch auf unserer Seite im Internet nachschauen können und dass sie uns dann natürlich auch auf Tour besuchen kommen. Das wäre natürlich die schönste Freude. Und wir freuen uns auf ein paar Gespräche nach den Konzerten bei uns am Merchandise-Stand, wo wir gerne auch die Fragen von unseren Fans dann beantworten. Und Babyfotos wird es keine geben, um gleich jegliche Fragen vorzubeugen.
Ja, das habe ich auch mitgekriegt, die sogenannten legendären Babyfotos von Henke und Kuma Divine. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und wir natürlich auch hier von Darker Radio wünschen euch viel Erfolg mit eurem gemeinsamen Projekt, genauso wie auch mit den einzelnen Projekten von euch. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke.